Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchseut zu einer weiteren Folge. Euro Truck Simulator 2. Ja, mit dieser grandiosen Hupe geht es auch jetzt wieder mal los. Aber bevor wir anfangen, will ich aber nochmal darauf eingehen. Ich habe heute noch eine Umfrage. Ja, ich frage nämlich wieder die Community, wie wir was hier beim Euro Truck Simulator machen können. Und dafür nochmal die amerikanische Hupe für das ordentliche und abendliche Salutieren. Das erinnert mich irgendwie an die Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war und ja, die Amerikaner bewachen musste. Da mussten wir selbst als Bundeswehrsoldaten stramm stehen und grüßen. Ja, Blick zur Fahne, auch wenn wir sie nicht gesehen haben, wir mussten es machen. So, alles klar, wir setzen uns jetzt einfach mal rein. Edeltraud ist schon am Start. Und dann geben wir mal Edeltraud ein schönes Küsschen. So, immer noch winterlich, das ganze Setting. Ja, lasse ich auch noch den ganzen Januar. Ich glaube, das Video wird am 2. oder 3. oder. Nee, 3. will ich ja wieder. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Am 3. ist ja wieder Freitag, ne? Ja, es wird auf jeden Fall die Tage kommen. So, ich habe mal ein bisschen blaues Licht hier reingemacht. Warum? Naja, blaues Licht macht halt blaues Licht. Oder das ist Türkis, ne? So, gut, Umfrage. Ich bin ja hier jetzt im Baltic Sea noch unterwegs. Für mich ist aber jetzt mal die Frage, wo würdet ihr denn gerne sehen, wo ich unterwegs bin? Ich hatte ja das letzte Mal, war ja die Umfrage gewesen. Wenn ich es vergesse, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Habe ich ja geschrieben, welche Uhrzeiten wollt ihr sehen? Ja, meistens war es früh morgens. Glatt. Irgendwo ist Polizei. Wo ist sie? Nee, Krankenwagen. Ja, da hatte ich ja geschrieben, wann wollt ihr am meisten eure Videos sehen oder ich Videos allgemein, wann ich hier im Spiel die Videos machen soll, ob es dann hell oder Tag, aber eigentlich war es immer, dass ich früh morgens anfangen sollte und dann ja in den Tag hineinfahre. Und ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Wir haben es jetzt hier um 10. Dauert ja immer bei der Ladung aufnehmen eine Stunde, bis alles verladen ist und gesichert ist. Und hier hinter mir ist die Polizei. Ach, Krankenwagen. Und macht ordentlich Lärm. Ah, toll. Ja, und dieses Mal würde ich aber fragen, wo wollen wir denn oder würdet ihr das gerne sehen, wo wir unterwegs sind? Weil wir hier zu über 90% an deutschsprachigen Raum haben und ja, viel aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz kommen. Macht natürlich Sinn, ne, dass da nicht jemand aus Buxtehude denn zuguckt. Natürlich klar. Und das nicht versteht. Aber die Frage ist natürlich, wo wollen wir dann als nächstes immer langfahren? Oh, erstmal werden wir hier den Übergang bestreiten. Oh, los. Wir hier rüberfahren hier oder was? Jetzt? Oh, hinter mir ist ja schon wieder irgendwie so ein Polizeifahrzeug. Ja, ich hätte zur Auswahl, wie gesagt, dass wir mehr in Deutschland wieder unterwegs sind, dass wir hier im neuen DLC-Gebiet unterwegs sind. Dann hätte ich Frankreich, Italien oder halt Skandinavien. Oben das Route to the Black Sea, das haben wir jetzt, aber dieses andere DLC da oben, da bin ich irgendwie nicht so gerne unterwegs. Weiß ich auch nicht. Irgendwie ist das nochmal. Da wo Russland noch ein Teil dabei ist. Oh, glatt. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen hier. Ja, die fünf Sachen würde ich jetzt gerne mal reinschreiben. Warum ich Deutschland genommen habe, naja, ein Teil von Deutschland ist ja überarbeitet. Und da will ich mal so ein bisschen schauen, dass wir die eine oder andere Strecke hier reinnehmen, ne? Also, dass ich auch mal sehe, wo
was ihr denn lieber haben möchtet. Ich will jetzt nicht großartig bei den Submits dann immer noch hier Route to the Black Sea. Das Thema ist natürlich jetzt, denke ich mal, gegessen. Wir wissen, dass wir 2020 nach Spanien und Portugal gehen und das ist auf jeden Fall gute Sache. Ja, da muss ich auch mal sagen, was ist denn das für ein Ei? Das war ja fast ein beinahe Unfall gewesen. Junge, 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 Junge. Also die Lackierung, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe, die Lackierung von dem LKW. Sieht aber ganz interessant aus. Fällt mir. Ja, alle LKW-Fahrer, ne, die hier unterwegs sind, ab und zu ich ja dann doch mal eine Mitteilung, ja, für die Firma fahre ich, ist ja cool. Freut mich natürlich, ne? Dass da man das irgendwo mal drin bekommt, ne? Ah, hier ist Action angesagt. Naja, hier dreht es ganz schön am Kreisel hier, wa? Ah, ich habe hier den falschen Motorsound hier noch drin. Krankenwagen fahren jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Es ist eine neue Version draußen. Also ich nehme das hier am 28. auf. Da kann sich natürlich in der Zeit alles noch ein bisschen geändert haben. Euer LKW-Fahrer erstmal hier schnell rumgedödelt, ne? Einfach mal ganz schnell rum. Naja, so macht man's. Ach. Ehrlich. So, ich muss euch was erzählen. Vielleicht habe ich es ja irgendwo schon mal im Livestream oder so mal erzählt, aber ich war ja, also für euch war das dann vor ein paar Tagen, also für mich war es jetzt am 27. war ich ja mal ein bisschen unterwegs gewesen bei meinen Eltern, da noch ein bisschen helfen und ja, was man halt so machen muss. Vor allem, ne? Also man macht es ja, wenn sie auch Unterstützung brauchen. Und ja, da war ich halt einkaufen, Wasser holen, sonstige Sachen im Supermarkt holen und danach musste ich dann ein bisschen Holz hacken. Ja, die haben doch alte Kachelöfen. Die haben zwar noch eine Zentralheizung, aber die wollen immer noch irgendwie diese Wärme mit diesem Kachelofen. Das fühlt sich eben besser an. Oh, was ist hier los? Fährt der Zug? Ja, das wollen sie irgendwie noch haben. Und ja, danach bin ich dann nach Cottbus, Auto waschen und zum Friseur und dann war ich noch was essen. Und eine meinte dann heute, also jetzt am 28., so sage mal, was hast du mit deiner Hose gemacht? Ich so, was habe ich mit meiner Hose gemacht? Das ist da hinten der ganze Arsch aufgerissen. Ich so, was? Ich bin gegangen, ey, aber wirklich der komplette Arsch. Und ich jetzt überlege, ich weiß nicht, wann das gewesen war. Ob ich denn, wo ich nach Hause gefahren bin. Ey, es hat auch keiner was gesagt. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, bin ich jetzt die ganze Zeit im Cottbus mit zerrissener Buchse rumgerannt, wo man meinen Arsch sieht? Naja. Ja, jeder oder andere freut sich wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Also, man weiß es ja nicht. Also. Da dachte ich ja, oh ey, da, meine Fresse. Da habe ich ja wieder alles gegeben. Aber sowas passiert, ne? Da läufst du da ganz cool lang, wie King Cool, und dann hast du eine aufgerissene Hose. Hashtag aufgerissene Hose von Maximus. Aber das war wirklich mehr als nur peinlich. So, was ist denn hier eigentlich los, meine Edeltraut? Oh Edeltraut, der Mann auf den Schädel haut. Ja, wenn es heute der zweite ist, bin ich natürlich wieder arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt, dass es für den zweiten ist, könnte durchaus sein. Oh. Dann gehen wir mal weiter hier. Ja, die Hupe gefällt mir.
Also das gefällt mir jetzt wirklich, diese amerikanische Hupe hier. Ah, hier durch so eine Städte hier durchfahren, ey, das finde ich einfach nur gefällt mir. Und dennoch hier in so einem winterlichen Setting finde ich echt genial. Schön, schön. So. Kommt ja gar nicht so richtig aus dem Knick hier, was ist denn los? Wie Tonnen habe ich eigentlich geladen? Kaugummi. Ich esse 27 Tonnen Kaugummi, aber gleich zu mir. Also ich esse sehr viel Kaugummi, ja. Also immer mal wieder. Ist schon so drin. Immer mal wieder rinnen in die Nuschel und dann Attacke Höhe Amerika. Was haben wir noch? 230 Kilometer. Also es sieht so aus, als würden wir heute hier, naja, doch ein bisschen langsam unterwegs sein. Wenn alles gut ist, werde ich natürlich am Freitag meinen Livestream machen und da gemütlich agieren. Aber wie gesagt, das muss ich alles nochmal gucken, wiefern ich das alles hinkriege. Ich will erstmal jetzt die Tour hier absolvieren und gemütlich langcruisen. So lange wie Frauchen jetzt noch schläft. Bisschen groggy. Ich bin eigentlich auch noch ein bisschen groggy, weil die Tour, die wir den Livestream, diesen Abschluss-Livestream, den wir ab Freitag, den 27. gemacht haben, wo Mr. John Trucker dabei war. Grüße gehen raus. Damit war ich ja jetzt gar nicht, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber vielleicht werden wir ihn das ein oder andere Mal auch nochmal bei mir in den Livestream sehen, wo wir dann gemütlich mal rumcruisen, ein bisschen quatschen. Denke mal, das könnte durchaus sein, dass wir sowas mal machen. Und er hat mir gesagt, er gehört jetzt zu CML. Das war natürlich Spaß. Wenn er Lust hat, kann er natürlich mitmachen, aber wie gesagt, naja, man ergänzt sich ja so. Er macht die ganzen Mods, ich mache die Touren und dann kann man auch mal gemütlich so mal ein bisschen rumplaudern. Aber hier deutschsprachigen Raum ist jetzt nicht so viel, wo hier deutsche YouTuber Videos machen. Ja, gibt bestimmt den einen oder anderen, der bei YouTube oder Twitch streamt, kenne ich aber. Bei Twitch weiß ich gar nicht, was los ist. Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja. Auch wenn der Livestream oder der Chat da wesentlich besser ist. Aber. Oder die sagen, das ist da besser. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt. Ich will meine Community nicht zerreißen. Ich will hier gemütlich mit euch weiter Eurotruck-Simulator machen. Auf YouTube und das reicht mir. Das Hobby und das soll auch so bleiben. Und deswegen bleibe ich hier. Ja, wir hatten auch dann 115, 116 Zuschauer. Das war eigentlich ganz gut. Also finde ich, ein Spiel, was 2012 auf den Markt gekommen ist, ne, ist das ganz gut. Ich hätte ja Fortnite spielen sollen. Aber jetzt brauche ich da auch nicht mehr anfangen damit, ne? Ja. So, wir sind jetzt immer noch nicht am Ziel. Wir haben 180 Kilometer noch. Das zieht sich hier aber wahnsinnig in die Länge. So war. Ja, und die Zeitverzug im Abfahrtsplan. Wir haben ja so gut wie gar nichts geschafft hier in dem Bereich. Okay. Ich hätte dann noch eine andere Idee. Könnt ihr mit den LKW hier einfach mal. Ja, das zieht sich auf jeden Fall noch ordentlich in die Länge. Wir werden irgendwo jetzt mal hier anhalten.
Wenn wir jetzt irgendwo eine Möglichkeit finden, halten wir hier an, machen da das Video zu Ende. Und dann kann ich nämlich gleich das zweite Video machen. Ihr wisst ja, Maximus hat ja momentan ein bisschen wenig Zeit, hier großartig Videos zu machen. Das alles immer schon zeitverzogen Abfahrtsplan. Und dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit. Und ihr habt ja selber gesagt, es stört euch jetzt nicht, wenn ich jetzt mal Videos doppelt mache. Also nicht doppelt. Auf jeden Fall nicht. Aber dass ich da halt... Seid eine bessere Möglichkeit zum Parken? Was ist da hinten? Ah, da könnt ihr doch besser parken. Warte mal, ich will mal raus hier. Lasst ihr mich auch mal raus hier? Dann brauche ich wenigstens nicht so einen Stress machen, wenn ich dann merke, oh, das ist jetzt so und so spät. Wir fahren jetzt trotzdem hier so rein. Ich hoffe, ich kann hier reinfahren. Das ist ja super. Hey, was fährst du hier einfach so rein? Das darfst du doch gar nicht. Naja, was ich darf, ne? Was ich nicht darf. Ganz andere. So, ich mache dann erstmal hier Feierabend. Und wie gesagt, bei der Umfrage, wo soll die Reise hingehen, dann könnt ihr es gerne mal reinhauen. Ich hoffe, dass ich es nicht verpasse. Und dann werde ich hier mit dem LKW auf jeden Fall nochmal eine Tour machen. Wenn es am Freitag zum Livestream kommt, dann, ja, dann ist halt ist nicht so wild, ne? Aber ich bin dann erstmal raus, wünsche euch was und ich mache nochmal zum Abschluss. Nordian Fisch, ich sage haut rein, macht's gut, bye bye und einen Daumen nicht vergessen.